Die Probleme in 2023. Geht es künftig für die Auslebung des Sommers auf die Straße und gibt es dann söldnerähnliche Prügeleien oder haben die Hitze frei? Wie wird sich eine Antifa verhalten, wenn es plötzlich faschistisch ist, die paar Wamtare, die es gibt, zu genießen? Sprechchöre wie Klimaleugner und ähnliche Dusselei, Faschismus ist und bleibt ein No-Go, Hashtag hitzefrei. Vielleicht etwas zu lang, der Spruch ist natürlich noch in der Beta, bloß wie viele innensitzende Fanden trauen sich noch raus, wenn es doch verboten ist. Klar, illegal scheißegal, aber schwarze Kleidung bündelt ja förmlich den Klimawandel, da würde er erst so richtig spürbar. Die Zusammenhänge werden wir wohl unerhofft schnell erfahren dürfen. Ob Verordnungen und Allgemeinverfügungen diesmal von Anfang an bzw. überhaupt rechtssicher unterschrieben sind und einen Geltungsbereich haben, interessiert mich persönlich brennend. Vielleicht versucht man auch hierfür, neu gegründete Behörden in Firmenform mit beschränkter Haftung für Verantwortliche zu erklären. Etwas, das ich aber bislang komplett vergessen habe, ist das unendliche Framing. Bei über 35 Grad Celsius Außentemperatur darf die Eingangstür im Pflegeheimen nicht mehr geöffnet werden. Ausnahme Personal und Anlieferungen, am besten kontaktlos. Der Pöbel könnte das mitgebrachte Ergebnis von Diaphorese, in seinen Kreisen als Schweißabsonderung bekannt, an ebenso niedrige Geschöpfe übertragen. Außerdem spricht man jetzt von Hitze-Runs, nicht mehr von Hitzespaziergängen, montags und so weiter. Ein weiteres Schlagwort gleich Hitzeschlag-Inzidenzzahlen. Besonders in Freibädern und klimatisierten Einrichtungen, zum Beispiel Kaufhallen, kommt es dann in und vor diesen zu Zonen-Hotspots. Das Hitzeschlagrisiko wird mit Urin- oder Schweißprobe im Nacken festgestellt. Weitere Testarten, der einfachste davon per Spucktest, wird allerdings nicht mehr ausreichen. Begründung: Nacken-, Achsel- und Intimschweißtests für zwei sind bereits bestellt und geliefert. 1.200 für jeden Bürger, alleine dieses Jahr, das sind dann ganze 96 Milliarden. Injektionen für alle Altersklassen werden hier per Einstich und aber auch die Möglichkeit per Oralaufnahme angeboten bzw. freiwillig zwangsverabreicht. Diese machen den Körper hitzebeständiger. Jetzt darf man bis zu 39 Grad Außentemperatur in der Sonne mit einer halbstündigen Mehrdauer länger draußen bleiben, im Gegensatz zu den auf freiwilliger Basis intoleranten Nicht-Resistenten. Das Hitzedokument, aus Fälschungsgründen nur noch per Bundesbeauftragten-App-Ersteller mit nachvollziehbarer Datenbank für Polizei, muss dauerhaft mit sich geführt werden, mit strengen Kontrollen ist zu rechnen. Attestierte Hitzebeständigkeit ist mit hohen Geldbußen für den ausgestellten Improvianten zu rechnen, auch aufgrund des rassistischen Hintergrunds, sowie dauerhafte Arbeitsverbote für ÄrztInnen. Arbeitsverbot tritt ab dem ersten Tag der U-Haft in Kraft. Ein kollabierendes Gesundheitssystem und zu wenige Hausärzte gibt es nicht, es sei denn, es geht um die Test- und monatliche Resistenzverabreichung der Bevölkerung. Gesundheitsbeiträge werden im Wohle aller erhöht. So stehe ich nun also hier ein paar Wochen vor dem absoluten Hitzekollaps und frage mich doch zwei Sachen in bereits beschlossener Sache. Erstens, sollte ich mir vielleicht ein abgelegenes Haus am See kaufen und zweitens, wer weiß, womöglich steige ich dieses Mal in den 18-Handel mit ein. Fest steht aber auch, viel Spaß mit Magengeschwür bildenden Long Warming und Ganzkörperverschleierungen gemäß Sanitätskassen mit Silber nach außen. Gold bleibt selbstverständlich dem Adel vorbehalten.